Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch ein Video mache, wo ihr die Darkling-Rüstung, die Unheilsreiter-Rüstung findet und noch eine, die sehr, sehr gut ist für den Untergrund. Und was ihr dafür machen müsst, das könnt ihr eigentlich schon relativ früh im Spiel starten. Im Prinzip könnt ihr euch die Darkling-Rüstung schon teilweise sehr früh holen. Also, ihr müsst im Sperrposten starten und dann hier diesen Stein ansprechen. Es kann sein, dass ihr dafür die Untergrundmission bereits aktiviert haben müsst. Und wenn ihr mit diesem Stein gesprochen habt, dann könnt ihr dem Stein Irrlichter geben. Und mit den Irrlichtern könnt ihr in diesem Shop einkaufen gehen. Und dann seht ihr hier auch schon die Dunkelkapuze, Dunkelgewand, Dunkelhose, Kapuze der Finsternis. Kaufen wir mal eben. Gewand der Finsternis und Gamaschen der Finsternis, die kaufe ich mir auch mal eben. Und die könnt ihr freischalten, indem ihr die Brüder von diesem Stein hier findet. Und ganz kurze Spoilerwarnung, ihr seht jetzt relativ viel von der Untergrundkarte. Diese Brüder findet ihr verteilt im Untergrund. Wir haben hier eine Magierstatue, hier Alchemiekonstrukt. Alchemiekonstrukt, Magierstatue, 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 Magierstatue. Das sind alle, die es gibt. Und wenn ihr alle Magierstatuen gefunden habt, dann gibt es noch eine Zusatzmission. Die habe ich noch nicht gemacht. Da mache ich auf jeden Fall mal ein extra Video zu. Aber sobald ihr alle gefunden habt, habt ihr hier die Möglichkeit, alle diese Gewänder zu kaufen. Ganz am Anfang ist lediglich das Dunkelgewand verfügbar, was euch nachts schneller laufen lässt. Und die Miasma-Rüstung finde ich eigentlich ganz nice für den Untergrund, weil die gibt euch drei Zusatzherzen, die erst abgezogen werden von der Miasma, bevor eure Herzen abgezogen werden. Ist also für den Untergrund sehr gut. Ist relativ schwierig abzugraden. Die Dunkelrüstung, die Darklink-Rüstung kann man gar nicht upgraden. Genauso wie die Unheilsreiter-Rüstung, die kann man auch nicht upgraden. Aber die Miasma-Rüstung kann man upgraden. Und dafür braucht ihr zwei bestimmte Items, zumindest mal für Level 1. Und die findet ihr alle nur im Untergrund. So viel zu den beiden Rüstungen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch noch ganz kurz, wie ihr die Unheilsreiterrüstung bekommt. Das ist nämlich, glaube ich, sogar noch ein bisschen schwieriger. Dafür müsst ihr nämlich dieses Labyrinth, diesen Irrgarten, sowohl am Boden als auch in der Luft abschließen. Ihr müsst das Labyrinth hier unten beim Gerudo-Tal abschließen. Hier, auch unten und auch in der Luft. Und ihr müsst das Irrschloss abschließen, ganz oben im Norden, am Boden und auch in der Luft. Ich mache natürlich kein Tutorial, wie ihr das schafft. Ihr müsst unten den Schrein machen, dann das Siegel aktivieren und dann in der Luft vier Siegel aktivieren. Dann ganz unten im Untergrund einen Boss besiegen. Und wenn ihr das geschafft habt, kriegt ihr eins dieser Sets. Sieht ganz geil aus, gab es ja auch schon DLC von Breath of the Wild. Kann man leider nicht upgraden. Hat eine Tarnungsfunktion. Ansonsten ist die eigentlich gar nicht so gut. Aber ja, wer die haben will, so bekommt er die. Ich würde mich natürlich selber ein Follow auf dem Kanal freuen und ein Like auf dem Video. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.